Ja, moin Leute, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und ich bin jetzt gerade in mein neues Auto eingestiegen, zumindest theoretisch. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich bin ja vor meinem Tesla Model S 18 Jahre lang Mercedes gefahren, meistens E-Klasse, dann allerdings Cabrio. Ja, Cabrio elektrisch gibt es ja eigentlich momentan nur vom Fiat, den Fiat 500e. Und kein Mercedes, aber es gibt jetzt den EQE, die E-Klasse, die elektrische von Mercedes. Und das wäre im Prinzip ja mein Auto gewesen, wenn ich mich nicht vor 4 Jahren für Tesla entschieden hätte, weil Mercedes da noch nichts Elektrisches hatte, außer so eine krückige B-Klasse. Wir gucken uns heute das Auto mal an und natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, die ich jetzt schon gesehen habe. Darauf gehen wir natürlich ein und natürlich auf die Reichweite. Er soll ja Effizienzwunder sein. CW-Wert 0,22, Verbrauch 17,5 Kilowattstunden auf 100. Das testen wir da aus. Wir fahren natürlich auf meiner Reichweitenstrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Das sind jetzt nur 130 Kilometer. Aber mal sehen, wie sich der EQE hier schlägt. Das ist die 350 Plus Version. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, eine Ladekurve aufzunehmen. Er soll ja bis zu 170 kW laden können. Das versuchen wir auszutesten. Wird ein sehr spannender Test. Ein Auto nicht für jedermann, aber ich bin halt auch Geschäftsmann. Und das ist ja eine Business-Limousine. Also wäre das vielleicht was für mich? Spannende Frage, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, das erste Problem, was ich sofort beim Einsteigen gemerkt habe, ist, hey, in diesem fast 100.000 Euro Auto knarzt der Fahrersitz. Man glaubt es kaum. Also, es ist Katastrophe. Wirklich, eine Katastrophe. Der Wagen hat 6.000 Kilometer gelaufen, ist ein Vorführwagen. Aber ich meine, Mercedes, hallo, ein knarzender Sitz. Das ist ja furchtbar, das darf nicht passieren. Das ist ja fast Tesla-esk. Naja, lassen wir es mal damit gut sein. Das kann man sicherlich beheben. Wenn ich mir so ein Auto kaufen würde, würde ich das natürlich nicht gut durchgehen lassen. Aber wenn man hier einsteigt, das ist jetzt hier die Version mit dem grauen Leder und diesem blauen... Was ist das? Kunstlederbezug hier überall mit diesen kupfernen Ziernähten. Hier auch kupferne Einlassungen. Ist aber nicht alles Kupfer, was glänzt. Natürlich ist Kunststoff. Aber Materialien, alles vom Feinsten natürlich. Hier haben wir dieses Holz. Oder ist es auch Kunststoff? Ich glaube, das ist sogar echtes Holz. Wir haben ja das 12,3 Zoll Mitteldisplay, was ja schon fast so ein bisschen so aussieht wie bei mir im Tesla. Eine große Mittelkonsole, die aber auch wieder luftig wirkt, weil hier unten drunter nämlich Ablagefläche ist. Und wir haben hier das Tachodisplay, was ich mir konfigurieren kann, wie ich will. Leider in diesem Auto kein Schiebedach, aber ansonsten durch dieses helle Ambiente, durch dieses Grau, was nicht so mein Geschmack ist, muss ich sagen. Ich hätte es mir dann doch ein bisschen heller gewünscht dann noch, nicht so grau. Aber es wirkt hier doch sehr, sehr ja, freundlich, luftig und das Raumgefühl, das gewinnt natürlich durch so eine helle Farbe. Ja, einer der für mich wichtigsten Kriterien bei so einem Luxus-Elektroauto ist natürlich auch die ganze Ladeplanung, die Routenführung, das Navi und so weiter. Das kann Mercedes inzwischen. Sie haben wirklich einen guten Job gemacht. Also hier in diesem Auto ist leider das Mercedes Mi nicht aktiviert und ich habe kein Datenvolumen. Deswegen plant er hier in diesem Navi keine automatischen Ladestops ein. Kann er aber. Ich zeige euch mal eben kurz, wie das theoretisch gehen würde. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Fahre mich nach München. Die Route zum Ziel München wird berechnet. So, jetzt berechnet er die Route. Er hat auch theoretisch Alternativrouten. Hier sieht man so ein bisschen meinen Reichweitenkreis angedeutet in diesen farblichen Unterschieden bei den Autobahnen. Und jetzt findet eine Routenoptimierung statt. Hier wird auch schon eine alternative Route angezeigt. Ich nehme aber die hier natürlich. Und wenn ich jetzt quasi die Navigation starte, dann habe ich durch die Routenoptimierung am Ende irgendwelche Ladestationen, die mir momentan jetzt leider nicht angezeigt werden, weil ich kein Datenvolumen habe. Ich kann aber hier bei den Einstellungen ganz, ganz viel einstellen. Ich kann natürlich einstellen, ob er grundsätzlich Ladestopps einplanen soll. Natürlich, das will man.
Ich kann die Reichweite überwachen lassen, dann wird mir angezeigt, wenn die Reichweite zu gering ist. Ich bekomme eine Meldung. Ich bekomme auch Vorschläge, wie schnell ich fahren soll, um das Ziel zu erreichen. Ich kann wunderbar festlegen, wie mein Ladezustand am Ziel sein soll. Aktuell ist er bei 15%. Ich kann das zwischen 50 und minimal einstellen. Minimal ist wahrscheinlich dann 10%, weil dann, nee, 5%. Danach kommt 10%, dann kommt 15%. Okay, ich kann auch einstellen, mit wie viel Ladezustand ich an den Ladestationen ankommen möchte. Zurzeit ist es auf 15% eingestellt. Ich kann das auch noch weiter senken auf 10% oder 5%. Alternative Routen in Echtzeit und so weiter und so fort. Alles perfekt. Bis auf die Tatsache, dass ich jetzt keine Ladeplanung habe, weil ich kein Datenvolumen habe in diesem Vorführfahrzeug. Ein bisschen schade, aber grundsätzlich funktioniert das wunderbar. Damit kann man echt leben und die Navigation ist auch schnell. Ich habe hier Satellitenkarten. Bedienung ist ein bisschen träger als in meinem 2016er Tesla Model S. Also im Prinzip haben Sie hier, was die Prozessorgeschwindigkeit angeht, den Stand von 2016 in meinem Wagen. Könnte ein bisschen schneller gehen, ist aber kein Problem. Bei meinem Tesla beschwere ich mich ja auch nicht. Würde ich mich hier jetzt bei Mercedes auch nicht beschweren. Ja, schauen wir uns mal den Kofferraum an. Und bei diesem Kofferraum erübrigt sich leider der Hundetisch, denn der ist komplett geschlossen. Das heißt, der Hund würde hier zwar platzmäßig irgendwie reingehen, aber dann wäre er in einem lichtlosen schwarzen Kasten, also auch ohne Luft, das wäre ja völliger Quatsch. Immerhin hat er 430 Liter Volumen, ist eigentlich gar nicht so klein. Man kann auch ziemlich viel durchladen. Man kann auch die Sitze hinten umklappen, dann hat er 770 Liter. Hier unten ist noch ein kleines Fach, da passt aber nur Tirefit und vielleicht Warndreieck, Verbandskasten rein oder so. So dass man im Prinzip hier das Ladekabel immer rumfliegen hat. Vorne gibt es auch keinen Frunk. Die Motorhaube kann man nicht mal öffnen als normaler Autobesitzer. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass hier ist im Prinzip so das nackte Blech nur mit einer Grundierung versehen, Farbe. Keine Verkleidung oder so. Und das ist für so ein teures Auto irgendwie, finde ich, nicht standesgemäß. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob hinten auf der Rücksitzbank auch genug Platz ist. Also ich sitze jetzt direkt hinter mir, 1,82 hinter 1,82 und ich habe noch jede Menge Beinfreiheit. Ich würde mal sagen, das sind locker 10, 15 cm. Füße passen unter den Sitz, kein Problem. Sitze sind sehr, sehr bequem. Hinten hat man auch noch in den Rücksitzen so Ablagen, auch in den Türen. Auch durch die Helligkeit hier, durch dieses graue Interieur, sehr schön. Und vor allem habe ich hier, wo früher der Aschenbecher war, zwei USB-Anschlüsse, sozusagen der Aschenbecher für die E-Zigarette. Und schaut euch mal dieses Ambiente an. Ja, das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also Kopffreiheit ist okay, es sind vielleicht noch so 5 cm. Was ich nicht so gut finde, ist hinten die Lehne. Die ist mir ein bisschen steil und ich kann sie auch, glaube ich, nicht in der Neigung verstellen. Ist auf Dauer doch ein bisschen zu steil, finde ich, für die hinteren Passagiere. Für so lange Strecken jetzt. Aber immerhin kann man die Sitze umklappen. Und dann hat man quasi einen riesigen Kofferraum. Zumindest kann man da noch was durchladen. So, wir starten auf unsere Reichweitenstrecke. Wir haben auch absichtlich weniger als 100% im Akku, weil ich musste den Wagen ja irgendwie auf einen niedrigen Akkustand kriegen heute und ich darf nicht so viel Kilometer fahren mit dem Ding. Von daher muss ich mich begrenzen. Ich habe jetzt 67% im Akku. Das war auch so geplant. Eigentlich wollte ich noch weniger im Akku haben, denn der EQE hier, der soll ja eine Reichweite von 600 Kilometer haben, also nach WLTP bei 100%. Ja, und die muss man erstmal runterkriegen. Wenn ich einen Ladetest machen will, will ich ja mindestens, also höchstens 20% im Akku haben. Das heißt, da habe ich noch ein bisschen was. Jetzt wird angezeigt 299 Kilometer Restreichweite
Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt nach Bremerhaven, 130 Kilometer hin und zurück bei Tempo 130. Da bin ich gespannt, wie so der Durchschnittsverbrauch ist. Wir haben im Moment 8 Grad draußen, es ist aber sehr ruhiges und so ein bisschen sonniges Wetter. Super Bedingungen. So, dann geht's jetzt los. Mal sehen, wie ich hier aus meiner Ausfahrt rauskomme. Ja, trotz diesem langen Schiff funktioniert es, denn der EQE hat eine Hinterachslenkung. Von 4,5 bis 10 Grad lenkt die mit ein und dadurch ist der Wendekreis hier vom EQE bei 10,7 Meter. Das ist im Prinzip der Wendekreis eines VW Polo. Ist unglaublich. Wenn ich da an mein Model S denke, da brauche ich auch ein paar Meter mehr zum Wenden. So. Ja, und im Prinzip hört man hier im EQE außer diesem knarzenden Sitz, der wirklich tierisch nervt, aber man hört im Prinzip sonst nur die Lüftung, die, glaube ich, auf Auto steht oder Stufe 1, auf jeden Fall sehr niedrig eingestellt, also das säuselt ein bisschen. Ansonsten ist es hier fast totenstill, ne? Und von der Straße ist man mehr oder weniger komplett entkoppelt. Auch die Gullideckel hier, ja, man schwebt so drüber. Also der Wagen ist hier komplett auf Komfort ausgelegt, das merkt man einfach. Ja, und Rekuperation beim EQE kann man mit den Schaltpedals hier am Lenkrad einstellen, gibt da wieder mal 3 Stufen, also zwischen Segeln, normaler Rekuperation und starker Rekuperation ist alles wählbar. Und selbst in der mittleren Stufe, da verzögert er schon sehr ordentlich und in der höchsten Stufe jetzt hier, wenn ich jetzt mal Gas wegnehme, bremst er sehr schnell ab. Bis zum Stillstand, also One-Pedal-Driving, wunderbar machbar hier mit dem EQE. Ja, der Mercedes EQE, der hat auch eine ganz gute Leistung. Der hat 215 kW unter der Haube, 292 PS, kommt in 6,3 oder 2 Sekunden von 0 auf 100. Fühlt sich jetzt aber nicht so brachial an, also der Punch ist noch nicht so da. Man muss dann das Strompedal schon ein bisschen durchdrücken und dann kommt er so langsam in die Gänge, schießt dann aber doch relativ schnell nach vorne. So diese direkte brachiale Gewalt hat er nicht. Das wäre auch übertrieben, glaube ich, für so ein Auto, was ja doch wohl eher so den Businessmenschen anspricht. Allein schon auch wegen des Preises, da kommen wir gleich noch zu. So, und bei schönstem ruhigen Herbstwetter, da geht's jetzt gleich auf die Autobahn. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Also laut Datenblatt soll er ja 17,5 im Durchschnitt brauchen, laut WLTP. Und auf der Autobahn, da bin ich mal gespannt, ob er unter den 20 Kilowattstunden bleibt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, und ich bin jetzt auf der Autobahn und habe natürlich hier Tempomat an und Spurhalteassistent, der ja aktiv ist. Aber er zieht extrem nach links hier gerade, also hält die Spur ja nun gar nicht. Ich weiß nicht genau wieso. Irgendwas stimmt hier nicht. Kann nicht normal sein. Ja, er zieht voll links rüber. Fährt mich voll in die Leitplanke. Er bleibt auch gar nicht gerade auf der Spur, selbst wenn ich das Lenkrad loslasse, müsste er zumindest geradeaus fahren. Er zieht immer nur nach links. Ja, muss ich mal mit dem Händler besprechen, was das jetzt ist. Ja, aber kommen wir doch mal zum Preis. Also der EQE ist ja eigentlich eine E-Klasse elektrisch, beginnt bei rund 75.000 Euro. Ist eine anständige Konfiguration, die ein bisschen was hat. Da muss man mindestens 85.000 Euro rechnen. Und wenn es richtig Spaß machen soll, dann liegt man eher bei 95.000 bis 100.000 Euro. Ja, und das für eine E-Klasse. Also ich finde, das ist einfach ein Preis jenseits von Gut und Böse. Meine früheren E-Klassen, die kosteten die Hälfte. Aber sie wollen sich halt auf das Luxussegment jetzt konzentrieren. Und die ganzen kleineren Autos, A-Klasse, B-Klasse, die werden so nach und nach wahrscheinlich abgeschafft. Haben sie ja im Prinzip schon verkündet. Mal sehen, ob sie es jetzt wirklich tun.
Manchmal ändert sich ja auch eine Firmenpolitik mit der Zeit. Aber es wäre zumindest für mich als alten Mercedes-Fahrer doch eigentlich für mich die falsche Entscheidung. Ja, jetzt bin ich auf der Mittelspur und habe den Spurhalteassistenten angeschaltet. Und jetzt funktioniert es. Jetzt bleibt er gerade. Also schaut euch das an. Er schubst mich von einer Linie zur anderen. Also das ist ja richtig schlecht. Habe ich selten so schlecht gesehen. Ist das wirklich ein aktiver Spurhalteassistent? Wie dem auch sei, der EQE punktet halt auch mit anderen Dingen. Zum Beispiel dem Mega-Komfort. Also ich bin völlig entkoppelt hier von der Straße. Man hört im Prinzip null Windgeräusche. Man hört nur ein bisschen Rollgeräusche von den Reifen. Und selten in einem so leisen Auto gefahren. Ist schon der Hammer, ne? Und die Reichweite hier mit dem Akku, er hat ja 90 Kilowattstunden nutzbar. Also 100 Kilowattstunden brutto. Die soll ja 600 Kilometer betragen und bei der angesagten beim angesagten Verbrauch von Mercedes wäre das ja auch realistisch. Im Moment sind wir noch nicht so weit. Wir liegen noch weit über 20 Kilowattstunden auf der Autobahn und wir fahren nur Tempo 120. Das heißt, da muss er noch ein bisschen was bringen und noch sinken. Aber wir sind ja auch gerade erst losgefahren und erfahrungsgemäß wird natürlich der Akku auch ein bisschen gewärmt. Temperiert. Wir haben ja gerade nur 10 Grad, 9 Grad draußen. Von daher wird der Akku garantiert ein bisschen erwärmt und da ist der Verbrauch natürlich höher. Kann man sich auch anzeigen lassen. So, jetzt können wir auf 130 gehen und wir liegen zurzeit bei 25,7 Kilowattstunden nach 20 Kilometern. Also wie gesagt, da muss der EQE noch ein bisschen besser werden. Aber ich denke, mit längerer Strecke wird das noch sinken. Gut, wir haben Wind von schräg hinten. Das ist auch noch mal gut für den Verbrauch eigentlich. Von daher muss es noch niedriger werden, sonst wäre ich ja wirklich total enttäuscht. Ja, eigentlich ist ganz schön. Ich habe ja auch eine wunderbare Verbrauchsanzeige, wo ich mir quasi die letzten 7,5 Minuten, 30 Minuten, 90 Minuten, 3 Stunden anzeigen lassen kann. Das ist wunderbar, dass man sowas hat. Ist auch sehr schön grafisch aufbereitet. Aber hier sieht man auch ganz klar, dass jetzt bei dem Autobahntempo von 130 der Verbrauch jetzt nicht unbedingt unter 25 Kilowattstunden sinkt. Also tendenziell zumindest nicht. Aber fahren hier im Mercedes EQE ist natürlich ja, wie auf einer Wolke. Ne? Also sensationell. Bin ich ja im Prinzip auch früher von den E-Klassen gewöhnt, aber dieser Wagen hier, der legt natürlich, was das Gewicht angeht, da echt eine Schippe drauf. Der ist sogar schwerer als mein Model S, der wiegt hier 2,5 Tonnen. Also ich weiß nicht, was Mercedes hier alles an Bleigewichten eingepackt hat. Also der Akku, na klar, der wiegt einiges, aber natürlich auch die Dämmung und naja, deutsche Ingenieursarbeit, alles irgendwie doppelt und dreifach ausgelegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gewichtsmäßig ist das hier auch Oberklasse. Und für das Gewicht ist der Wagen ja nun sensationell agil. Also merken tut man das eigentlich gar nicht. Was ich hier beim Mercedes auch nicht so gut gelungen finde, ist halt die ganze Tastenflut hier auf dem Lenkrad. Ne? Also es sind ohne Ende Schaltflächen, das sind auch noch Folientasten. Und gerade so dieses Fadenkreuz, um auch hier im Tacho-Display rauf, runter, links, rechts zu navigieren, das ist so klein, das ist kleiner als mein Daumennagel. Und dann soll man da in diesem Daumennagel rauf, runter, links, rechts, okay bestätigen. Alles mit einer einzigen Folie. Also es ist... Ja, bitte? Nee, Mercedes, ich meinte dich nicht. Also es ist nicht wirklich schön. Und vor allem kommt man auch teilweise, wie es mir gerade passiert, mit dem Handballen auf die Reset-Taste hier für den Tempomaten. Dann ist er gerade ausgegangen. Ich habe mich gewundert, wieso der Wagen so stark bremst, weil ich einfach mit dem Handballen da drauf gekommen bin, auf die Folie. Ja. Für diesen Dienst benötigst du die Online-Sprachbedienung. Prüfe hierzu deine Mercedes Mi-Einstellungen. Ja, ich weiß, Mercedes Mi ist nicht aktiviert, aber was laberst du mich hier voll? Keine Ahnung. Es fühlte sich angesprochen, das Navi scheinbar. So, 55 Kilometer unterwegs, 23,4 Kilowattstunden der Verbrauch im Moment. Da hinten ist dann die Abfahrt, da machen wir wieder die Wende und dann geht's zurück nach Bremen. We'll be right back.
Und wieder mal können wir hier durchfahren, haben kein Rot. In letzter Zeit häuft sich das irgendwie. Wir haben jetzt 64 Kilometer gefahren und einen Verbrauch von 22,3. Also ist es am Ende noch deutlich runtergegangen. Und jetzt fahren wir wieder zurück auf die Autobahn, die nächsten 65 Kilometer. Und da bin ich gespannt, ob es noch weiter sinkt oder ob es sich jetzt irgendwie stabilisiert. Also sehr, sehr spannend. Also ich glaube, der hohe Verbrauch am Anfang lag wirklich daran, dass der Akku natürlich geheizt wurde oder immer noch wird. Denn bei 9 bis 10 Grad ist es natürlich nicht wirklich warm draußen. So, Rücktour. Wir haben noch 50% im Akku, das heißt 17% sind raus. 70 Kilometer jetzt gefahren. 227 Kilometer wird mir als Restreichweite angezeigt, plus 70, ja, sind 297 und 299 waren es am Anfang. Also das heißt, diese Reichweitenanzeige hier, die ist ja sowas von akkurat, das ist ja echt erstaunlich. Bis auf 2 Kilometer Abweichung, das ist ja nichts. Also Hut ab, da scheint man sich echt gut drauf verlassen zu können. Endlich mal. Ja, trotz des guten CW-Werts ist es jetzt so, wo der Wind wieder von vorne kommt, dass wir jetzt Windverwirbelung hier hören. Hatten wir auf der Hinfahrt gar nicht. Da war es windgeräuschtechnisch quasi total still. Nur Rollgeräusche waren zu hören. Jetzt hier hört man Windgeräusche von der Frontscheibe, also ein paar Verwirbelungen. Und trotzdem ist es so, dass der Verbrauch immer noch ein bisschen weiter sinkt. 22,3 Kilowattstunden. Also so will ich das haben. Ja, und dieses Tempo 130 Reisen mit dem EQE, das ist natürlich schon mega angenehm. Ne? Der könnte ja 210 km/h Spitze, dann ist er abgeregelt. Da will ich bei dem Verbrauch jetzt gar nicht wissen. Jetzt liegen wir bei 22,7 nach etwas über 90 Kilometer. Pendelt sich also da ungefähr bei 22, irgendwas ein. Naja, ein bisschen haben wir ja noch. So, jetzt sind wir 120 Kilometer unterwegs. Wir sind bald bei der Ausfahrt. 22,4 ist im Moment der Durchschnittsverbrauch und wir haben noch 38% im Akku, also 29% jetzt raus nach 120 Kilometer. Das wird noch interessant. Wir fahren ja gleich noch ein bisschen durch die Stadt, so 3 Kilometer, da wird es noch ein bisschen sinken. Also auf den Endstand, da bin ich jetzt echt mal gespannt. So, da sind wir wieder. Nach 129 Kilometer laut Anzeige mit 21,8 Kilowattstunden. Und wir haben noch 36% im Akku, das heißt 31% Akku haben wir verbraucht. Ja, dieser Wert 21,8, der ist natürlich kein Spitzenwert, anders als vermutet und anders als viele vom EQE schon berichtet haben. Aber ihr müsst bedenken, wir haben auch Winterreifen drauf, das habe ich gar nicht erwähnt, die sind nämlich jetzt schon aufgezogen und wir hatten es wirklich nicht warm, 10 Grad in der Spitze, 9 Grad so im Durchschnitt. Der Akku wurde garantiert temperiert in den ersten paar Kilometern, von daher ist dieser Verbrauch akzeptabel, würde ich ihn mal nennen, aber eben auch nicht so spitze, wie man dem EQE immer wieder nachsagt. Ja, und es ist doch immer wieder ein bisschen schade, wenn ich von diesen Autohäusern so Vorführautos bekomme, die nur die Hälfte an Ausstattung haben. Also wie hier zum Beispiel dieser fehlende aktive Spurhalteassistent, obwohl er eigentlich bei den Einstellungen diese Einstellung für die Assistenz hat. Lass mal kurz gucken. Aktiver Spurhalteassistent, da steht er doch. So. Die Funktion soll Sie vor einem ungewollten Verlassen Ihrer Fahrspur schützen. Dazu können Sie bei Annäherung an die Fahrspurmarkierung bzw. den Fahrbahnrand einen kurskorrigierenden Lenkeingriff erhalten und situativ über eine Vibration am Lenkrad gewarnt werden. Okay, unter aktivem Spurhalteassistent verstehe ich ein bisschen was anderes, aber wahrscheinlich heißt das dann Lenkassistent und nicht Spurhalteassistent. Das wird der Unterschied sein. Schade, dass dieser Wagen das nicht hatte.
Mit ihm wäre die Fahrt noch viel entspannter gewesen. Naja, ihr seht, ich muss mir die Autos selber besorgen. Das heißt, ich habe hier jetzt keinen Pressewagen. Ich bin ja auch nicht hauptberuflicher YouTuber, sondern mache das ja nebenbei. Ich bin ja quasi Geschäftsmann, also Unternehmer, und dafür wäre ja dieses Auto für mich genau das Richtige. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich mir so einen Wagen kaufen würde, wenn ich mein Model S mal verkaufen sollte. Da will ich vorher noch mal laden. Wir haben jetzt, wie gesagt, 36% im Akku. Ein bisschen was fahre ich noch runter, wahrscheinlich so bis 20. Und dann schauen wir mal, ob er die 170 kW auch wirklich bekommt und wie lange er sie hält. Also, dass man mal sieht, wie lange man braucht, um, sagen wir mal, 200 Kilometer nachzuladen. Da bin ich gespannt. Wenn ihr aber ein Auto habt, was ich noch nicht getestet habe, wenn ihr das selber fahrt und hier in der Nähe von Bremen wohnt und mir das zur Verfügung stellen wollt, dann sprecht mich unbedingt an. Ich teste alles, was nicht früh genug auf den Bäumen ist. Also meldet euch bei mir und dann fahre ich vielleicht demnächst mal euer Elektroauto, vorausgesetzt, ich habe es noch nicht getestet. Da bin ich gespannt. Also zum Beispiel Porsche Cross Turismo wäre so ein Ding. Mercedes EQB wäre so ein Ding. ID.5 zum Beispiel habe ich noch nicht getestet. Skoda Enyaq Coupé habe ich noch nicht getestet. Also wenn ihr solche Autos habt, dann immer gerne her damit. Dann fahre ich eure Autos mal und schaue, wie sie mir gefallen, und mache natürlich ein Video drüber. Ja, und wenn ihr jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid und euch vielleicht doch ein E-Auto zulegen wollt, aber nicht ganz sicher seid und es vielleicht auch nicht gleich kaufen möchtet, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da habe ich folgenden Tipp. Krötensuppe, Spinnenbein, dein E-Auto kostenlos daheim. Die Halloween-Deals bei InstaDrive ab 192 Euro monatlich. Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die THG-Quote über InstaDrive anfordern. Ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. So, aber jetzt fahren wir zum Schnelllader, damit wir nochmal eine Ladekurve aufnehmen können. Also, auf geht's. Anschalten muss man den Wagen wieder mal. Genau, er hat eine Start-Stopp-Taste. Und wenn man das vergisst, dann fährt er nicht los. Ja, jetzt laden wir also hier an IONITY, Raststätte Goldbach Süd diesmal. Ich war auch erst bei Goldbach Nord. Da waren von den 4 IONITYs 2 defekt. Einer war komplett außer Betrieb, beim zweiten war der Monitor schwarz. Die anderen beiden waren belegt, einmal mit einem Model Y, was glaube ich bei 2% war, also gerade angekommen und muss noch sehr lange laden, zumindest länger als 20 Minuten. Und ein Mazda, ich weiß nicht, war das ein Plug-in? Was wollte der an IONITY? Fand ich völlig komisch. Ich bin dann also zu Goldbach Süd und hier war auch eine IONITY-Säule defekt. Also von insgesamt 8 IONITY-Säulen waren schon mal 3 defekt. Ja, gute Quote, aber zur Ehrenrettung von IONITY muss ich sagen, gerade wo ich hier ankam, kam auch ein Serviceteam an und hat hier angefangen, die eine Säule, die hier aber bei Goldbach Süd defekt war, zu reparieren. Säule Nummer 3 ist es, und mal 3 haben sie mir erzählt, ist irgendwie so ein bisschen so eine Montagssäule, die geht hier ständig kaputt und sie wissen auch nicht genau warum, haben eigentlich schon die halbe Säule getauscht. Und interessant, wie so eine Tritiumsäule von innen aussieht, finde ich. Ja, Fazit zum EQE 350 Plus. Das ist ja eine mega komfortable Reiselimousine und im Bereich Elektroautos, da gibt es ja kaum was Vergleichbares, außer vielleicht der EQS noch, aber im Luxussegment, da ist das schon einmalig hier, was der EQE bietet. Leider ist der Preis auch relativ einmalig, 85.000 Euro für so ein halbwegs gut ausgestattetes Modell. Das können sich dann halt nur Geschäftsleute leisten als Dienstwagen, in der Regel.
oder sehr, sehr betuchte Privatleute möglicherweise. Was ich auch sehr beeindruckend fand, ist die Reichweitenanzeige hier im Tacho. Die war doch sehr, sehr exakt. Abweichung vielleicht 10, 15 Kilometer am Ende. Das ist sehr lobenswert, darauf kann man sich total gut verlassen. Also Reichweitenangst muss man mit dem EQE beim besten Willen nicht haben. Der Verbrauch ist dafür aber relativ gut. Also, was heißt relativ gut? Also für so ein großes Auto ist er sehr gut. Auch die 21, 22 Kilowattstunden, ich denke, die waren jetzt so ein bisschen dem Aufheizen des Akkus geschuldet. Wenn man längere Strecken fährt, dann wird sich das möglicherweise noch ein bisschen nach unten bewegen, sodass man mit so einem Auto hier auch rechnen kann, auf der Autobahn bei schneller Geschwindigkeit 420 bis 450 Kilometer real zu kommen. Und wenn man dann so ein bisschen Landstraße noch dabei hat oder sogar Stadtverkehr, dann ist die WLTP-Angabe mit knapp 600 Kilometer gar nicht so weit entfernt. Anhängerkupplung kann man ranmachen, hat aber nur eine Zuglast von 750 Kilo. Für so ein Auto ist das lächerlich. Ich verstehe das nicht, warum das nicht mehr ist. Aber gut, vielleicht bessert Mercedes da ja noch nach. Trotzdem ist der EQE natürlich ein Elektroauto, so wie man sich das vorstellt. Also abgesehen vom Fahrkomfort und dem ganzen agilen Fahrverhalten. Es ist wirklich toll, den Wagen zu fahren, macht tierisch Spaß. Ist natürlich ein Riesenschiff, ein bisschen behäbig, trotz der 6,3 Sekunden. Also er fühlt sich nicht so spritzig an, wie es sich vielleicht anhört. Aber es macht trotzdem wahnsinnig viel Spaß, den Wagen zu fahren. Diese Geräuschkulisse, also nicht vorhandene Geräuschkulisse auf der Autobahn, ist sensationell. Das ist einfach unglaublich entspannend. Ladeplanung konnte ich euch heute nicht zeigen. Ich weiß aber, dass Mercedes sie super gut integriert hat. Das ganze Navi ist schön. Satellitenansicht auf dem Navi ist auch ganz toll. Allerdings sind diese Straßen so stark hervorgehoben, auch von der Linienstärke, von den Farben. Und die Satellitenansicht, die Karten sind so, so dunkel. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, eine Satellitenansicht zu haben. Da kann man besser auf eine Vektorgrafikkarte umschalten, weil von den Satellitenaufnahmen sieht man so gut wie gar nichts, außer man zoomt da sehr stark rein. Auch die Ladezeiten der Karten und das ganze Verhalten dieses Entertainment-Systems ist okay. Ja, wenn ihr euch so einen Wagen potenziell leisten könntet, dann kann ich euch nur empfehlen, ihr wollt elektrisch fahren, ihr wollt luxuriös elektrisch fahren, ihr wollt keine Reichweitenangst haben, schnell laden, ja dann ist so ein EQE möglicherweise genau das richtige Auto für euch. Ja, wenn ihr es könnt, dann fahrt den Wagen mal Probe. Ich kann es euch empfehlen, ihr werdet möglicherweise begeistert sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn ihr euch den Wagen nicht leisten könnt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.